Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte in dem heutigen Video auf eine Redewendung eingehen, die wir möglicherweise häufig verwenden, wenn wir gefragt werden, wie es uns geht. Das heißt, in Bayern sagen ganz viele, dieses passt schon oder es passt alles. Ich habe früher auch zu den Menschen gehört, die dann gesagt haben, passt schon. Ja, wenn wir da ehrlich hinfühlen, können wir wahrnehmen, ja, dass dieses passt schon eigentlich bedeutet, es geht mir eigentlich nicht ganz so gut, aber ich möchte jetzt nicht drüber sprechen. Es ist alles so im Normbereich und da möchte ich mich jetzt nicht beschweren oder ich möchte nicht drüber sprechen, um das Thema aufzugreifen oder um Raum einzunehmen oder um dich herunterzuziehen oder was auch immer so die Hintergedanken sind, wenn Menschen diese Redewendung aussprechen. Warum ich darauf eingehe, ist, weil ich das auch häufig in meinen Kursen höre von Menschen, auch wenn sie in einer Position sind oder in einer Partnerübung. Und dann höre ich, wenn ich nachfrage, passt alles oder passt schon? Und wo ich sage, ja, aber erlaubt ihr, dass es noch über das passt alles und passt schon hinausgehen darf? Ja, es darf sich gut anfühlen, es darf sich gigantisch anfühlen, es darf sich etwas öffnen, es dürfen Dinge frei werden. Und ich erlebe das hier zumindest auch in der Stadt ganz häufig, dass dieses Gefühl auch, dass Menschen sich damit arrangiert haben, dass Menschen sich mit etwas abgefunden haben, wo ich sage, aus den Erfahrungen meiner Praxis und den Heilungen, die ich erleben durfte, dass über dieses passt schon, über diesen Rahmen des Gewöhnlichen hinausgehen darf. Ja, weil wenn wir uns auf dieser passt schon Ebene aufhalten, ja, dann können wir natürlich auch nicht so diese großen Enttäuschungen erleben, ja, weil wir erwarten uns ja nicht mehr so wahnsinnig viel, aber wir können auch diese Höhen nicht erleben. Das heißt, das Leben läuft so auf einer geraden Linie, ja, auf so einer Nulllinie. Und klar, es könnten jetzt nicht unbedingt so diese tiefen Einbrüche kommen, aber es können auch nicht diese Höhenflüge kommen, ja, die ja auch erlebt sein möchten oder die wir erleben dürfen. Und daher, das hat mich dazu angeregt, auch dieses Video heute zu machen, um dich auch zu motivieren, falls du das bei anderen Menschen hörst oder vor allem, wenn du es selbst sagst, einfach zu hinterfragen, ob es dir genügt, wenn das Leben halt so passt. Ja, wir sind hier auf diesen Planeten gekommen, wir haben diesen wunderbaren Körper geschenkt bekommen und wollen wir dann einfach ein passt schon Leben führen oder gibt es Wege, Möglichkeiten, wie wir darüber hinausgehen können? Und ich durfte da in den letzten Jahren sehr viel erleben durch die Meditationspraxis, durch die Verbindung zu meinem Lehrer, durch die Heilungen, die ich da erleben durfte, durch die Energiearbeit, dass ich auch sagen kann, ja, da gibt es einen Weg. Und ja, deswegen, wenn du möchtest, kannst du auch einfach gerne kurz innehalten und dich einfach fragen, ob du diesen Glauben an so ein erfülltes, fantastisches, gigantisches Leben vielleicht irgendwann aufgegeben hast, ob es so etwas irgendwie nicht mehr gibt, ob das irgendwie verschüttet worden ist. Wenn ja, wann? Ja, vielleicht als Kind, als Teenager, vielleicht irgendwann, wann du eine große Enttäuschung erlebt hast. In Verbindung mit Menschen oder beruflich oder ja, wo du dir auch gar nicht mehr erlaubt hast, groß zu wünschen oder groß zu träumen. Und einfach innehalten und schauen, gibt es da diesen Glauben noch in dir, dass du wirklich ein freies,
Leben führen darfst, es wirklich so gestalten darfst, wie es deinen Wünschen und deinen Bedürfnissen auch entspricht. Und wie sieht es in deiner Umgebung aus? Ja, ist deine Umgebung da inspirierend, unterstützend? Sind da Menschen in deinem Umfeld, die auch strahlen, die dich inspirieren? Ja, oder ist es, so kenne ich auch häufig, sind da Menschen, die eigentlich selbst den Glauben verloren haben, die eher überfordert sind, wenn du gut gelaunt bist, wenn du strahlst, wo wir uns dann vielleicht eher trauen oder uns nicht so trauen, gar nicht mal so zu strahlen, ja, weil wir möglicherweise den anderen überfordern oder der Neid oder der Frust noch größer werden kann bei dem anderen. Ja, also wie sieht es deinem Umfeld aus? Und gibt es auch innerlich vielleicht Glaubenssätze, die dich daran hindern, ja, wieder an ein erfülltes Leben zu glauben? Glaubenssätze wie, das habe ich nicht verdient oder ich bin nicht gut genug oder anderen geht es ja noch viel schlechter als mir. Ja, oder ja, gibt es da irgendwelche mentalen Blockaden, die dich daran hindern, wirklich durchzuatmen und die dir helfen auch zu sagen, hey, du musst nicht mit einem Schmerz in dir herumlaufen, du musst nicht mehr Verantwortung tragen im Beruf oder für andere Menschen, als du tragen kannst. Ja, arbeiten darf leicht sein, Beziehungen dürfen erfüllt sein, du darfst göttlichen Sex haben, du darfst reich sein, ja, du darfst materiell etwas schaffen. Ja, und einfach zu prüfen, ja, der erste Schritt ist einfach nur zu prüfen, wie ist die momentane Lage so bei mir? Fühle ich das so? Kann ich das so wahrnehmen? Ja, gibt es da so einen Teil in mir, der resigniert hat oder resigniert? Wie sieht es in meinem Umfeld aus? Was habe ich möglicherweise für Glaubenssätze? Ja, und gib dir da wirklich auch gerne nach dem Video die Zeit innezuhalten. Und wenn dir da etwas einfällt, dann schreib das wirklich auf, weil wenn wir das nochmal aufschreiben, hat es nochmal eine ganz andere Kraft. Ja, sonst drängen wir es meistens weg. Oder wenn wir Glaubenssätze aufschreiben und vor uns liegen haben, dann hat das nochmal eine andere Kraft der Transformation, wenn wir sagen, wow, solche Sätze trage ich in mir oder wow, in solch einem Umfeld bewege ich mich. Und wie gesagt, der erste Schritt ist tatsächlich, dich hinzusetzen, die Augen zu schließen, zu fühlen, in dein Herz hineinzufühlen, wahrzunehmen und auch zu fühlen, was spürst du? Spürst du eine Traurigkeit, eine Erschöpfung? Eine Resignation, vielleicht eine Art Depression. Ja, und dann wirklich dir erlauben, das da sein zu lassen und zu fühlen, egal ob das jetzt angenehm ist oder unangenehm ist, was du fühlst, sondern wirklich da sein lassen, annehmen, wahrnehmen. Das ist schon mal der erste große Schritt, beziehungsweise der zweite, nachdem wir schon mal kurz innegehalten haben und geschaut haben, was wir da möglicherweise uns selbst in den Weg stellen. Ja, also innehalten, atmen, fühlen, wahrnehmen. Als nächstes auch wirklich zu schauen, was sind denn deine Wünsche, was sind deine Bedürfnisse, ja, was sind deine Träume, die du mal hattest, vielleicht auch. Ja, und hast du da noch eine Verbindung dazu? Gibt es die noch? Ja, hast du Träume, Visionen? Hast du Bedürfnisse in Beziehungen? Hast du Wünsche? Hast du, ja, was möchte da wieder wach werden? Was möchte da wieder gelebt werden? Was möchte ins Leben kommen? Und wenn du dieses Video anschaust, vermute ich, dass es da etwas gibt, was in dein Leben kommen möchte, ja, was wieder frei werden möchte oder überhaupt erst frei werden möchte. Und dich wirklich damit auch zu verbinden, was wünschst du dir, welche Bedürfnisse hast du, welche Träume möglicherweise, welche Visionen.
Und dann beginn auch als dritten Schritt wirklich gut für dich zu sorgen. Ja. Das heißt, wie lassen sich deine Bedürfnisse erfüllen? Wie lassen sich deine Wünsche erfüllen? Beziehungsweise bist du denen einfach jetzt schon mal näher und dadurch, dass du ihnen näher bist, geht es dir schon besser. Ja, und achte darauf, dass es dir wirklich gut geht, dass es dir gesundheitlich, körperlich, mental, emotional gut geht. Ja, die Energie kann wieder mehr fließen, wir haben mehr Kraft. Ja, wenn wir wirklich uns um unseren mentalen, physischen, emotionalen und spirituellen Körper kümmern. Das heißt, wenn wir den Geist beruhigen, wenn wir die Emotionen kommen und gehen lassen, wenn wir physisch schauen, dass die Energie wieder fließt, wenn wir einer spirituellen Praxis nachgehen. Ja, und das wäre dann so der nächste Punkt einfach, weil es mein Leben unglaublich bereichert hat, einer spirituellen Praxis nachzugehen. In meinem Fall war das eine Meditationspraxis, die ich den Menschen auch weitergebe, die ich bei meinem Lehrer gelernt habe, die ich täglich praktiziere und die wirklich hilft, innezuhalten, zu fühlen, dich auszurichten, in Einklang mit dir zu sein, dein Herz wieder zu spüren, dein Herz wieder zu hören. Und Raum dafür zu haben, was in dein Leben kommen möchte, was sich eigentlich entfalten möchte, was möglicherweise längere Zeit unter dieser Schicht der Resignation oder der Selbstaufgabe möglicherweise gelegen hat. Ja, was möchte da jetzt wieder aufblühen, was möchte da ins Leben kommen durch dich? Und allein schon dadurch, dass du dich innerlich damit verbindest, ja, es braucht nicht unbedingt diese großen Aktionen, sondern es kann ja schon in dein Leben kommen, dadurch, dass du dem innerlich näher bist. Ja, und das sind so die ersten Schritte, ja, die uns aus diesem Passt schon hinaus bewegen lassen. Ja, alles Weitere können Schritte sein, um wirklich einen alten Schmerz zuzulassen und loszulassen, Energien, destruktive Energien in uns zu transformieren, ja. Und schau wirklich, welcher Weg für dich passt, welche spirituelle Praxis passt für dich. Gehst du zu einem Coach, gehst du zu einem spirituellen Lehrer, machst du Online-Trainings, ja, dass du dir auch wirklich jemanden suchst, der dich begleiten kann, ja, weil wir selbst können sehr viel machen, aber wir können uns auch nicht selbst so begleiten. Dafür haben wir Menschen uns ja auch gegenseitig, dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Und schau auch, welche Menschen dich wirklich inspirieren, bei welchen Menschen siehst du es gelebt, welche Menschen verkörpern das, zu welchen Menschen fühlst du dich hingezogen, wo du sagst, wow, der hat so eine Ausstrahlung oder der hat so eine Tiefe oder so einen Frieden mit sich. Ja, also erlaub dir, dich da auch wirklich an Menschen zu wenden, wo du das verkörpert siehst, wo du dich angezogen fühlst. Und ich hoffe, dir mit diesem Video eine kleine Inspiration mitgeben zu können auf deinem Weg und ja, vielleicht auch die eigenen Erwartungen ans Leben wieder aufleben zu lassen. Und vielleicht spürst du, ja, da gibt es diesen Teil, der eigentlich schon nicht mehr so daran geglaubt hat. Da gibt es vielleicht diesen Teil, der aufgegeben hat, der resigniert hat, ja, weil auch mein ganzes Umfeld irgendwie so lebt. Aber vielleicht gibt es auch eben diesen Teil, von dem ich heute gesprochen habe, der sagt, hey, ich glaube, wir können es nochmal krachen lassen. Ja, wir können nochmal uns wirklich öffnen für eine tiefe, tiefe Erfüllung. Ja, und eine tiefe Erfüllung ist schon mal, wenn wir in der Verbindung mit uns selbst sind, wenn wir uns selbst nah sind, wenn wir uns fühlen und hier eben schon mal innehalten und einfach in unser Herz fühlen und schauen, ob da vielleicht noch mehr auf uns wartet. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis ganz bald.